Okay, also im folgenden Vortrag geht es mir um eine Problematisierung der Ideologiekritik, wie sie in der marxistischen Tradition betrieben wurde und wird. Dabei geht es mir nicht um exegetische Fragen und ich erhebe keinerlei Anspruch darauf, eine korrekte Interpretation von Marx und an ihn anknüpfende Autorinnen vorzulegen. Deshalb hoffe ich auch, hier keinen Strohmann anzugreifen. Falls ich jedoch bei einigen der hier Anwesenden vielleicht einen wunden Punkt treffen werde, dann habe ich sicherlich mein Ziel erreicht, Problematisierungen innerhalb des marxistischen Paradigmas durchzuführen. Es geht mir im Folgenden um Ideologiekritik. Dazu sei bereits Folgendes als Ausgangspunkt bemerkt. Ideologietheorien in ihrer allgemeinsten Fassung versuchen typischerweise, etwas zu bestimmen und zu erklären, und zwar Ideologien. Zur Ideologiekritik werden sie dann, wenn die untersuchten und erklärten Phänomene in einer noch näher zu bestimmenden Hinsicht als ablehnenswert, unzureichend oder unzutreffend angesehen werden. Mir geht es nun darum, welche Probleme Ideologiekritiken in der marxischen Tradition als erklärende und mit dem Anspruch der Kritik auftretende Theorien aufgeworfen haben. Dabei muss ich notwendigerweise vergröbert verallgemeinern. Zugleich trifft meine Kritik der Ideologiekritik auch einige Aspekte marxistischer Theorie generell. Wir werden sehen, was davon zu halten ist. Ich werde meinen Vortrag wie folgt aufbauen. Gleich kommen meine Hauptthesen, dann zwei Probleme, um die es mir im Wesentlichen geht. Erstens das Problem des Essentialismus und zweitens das Problem deterministischer Manifestationstheorien. Dann skizziere ich zwei weitere Probleme. Ich konnte die leider nur als Skizze einfügen, weil sonst zu lang geworden wäre. Und zwar einmal das Problem der Konfundierung von Analyse und strategischer Aufklärungstechnologie. Mit Aufklärungstechnologie meine ich immer die Technologie, in der Ideologiekritik praktisch werden soll. Und die zweite Skizze bezieht sich auf die Konzentration auf Genese oder Adaption von Ideologien anstatt auf ihre Post-Hoc-Kontrolle. Dann spreche ich über die Revision zur Revidierbarkeit und ende dann mit der Notwendigkeit dieser Revision. Gut, weiter geht's. Um es vorwegzustellen, ich möchte hier nicht bestreiten, dass Marx und die marxistische Tradition sehr wertvolle und instruktive Ideen geliefert haben, um etwa den Zusammenhang menschlichen Denkens und Handelns zu den sozioökonomischen Umständen oder Rahmenbedingungen dieses Denkens und Handelns zu thematisieren. Doch dies ist kein Grund dafür, bei einer Orthodoxie mit all ihren Fehlern stehen zu bleiben. Beginnen möchte ich nur mit einem Zitat aus dem 50. Heft der Zeitschrift Widerspruch von 2009. Darin interessieren mich vor allem zwei aufeinanderfolgende Absätze in der Einleitung zu dieser Ausgabe. Dort schreibt nämlich die Herausgeberin, ich zitiere, erster Absatz: Vor 30 Jahren, als die Zeitschrift gegründet wurde, gab es auch keinen Zweifel an der Notwendigkeit und Berechtigung von Ideologiekritik. Es bestand Konsens darüber, dass Ideologie darin besteht, dass jedes Bewusstsein, das aus bürgerlicher Sozialisation entstanden ist und am kapitalistischen Verblendungszusammenhang teilhat, ein falsches Bewusstsein ist. Philosophie, Moral, Recht, Wissenschaft und andere Bewusstseinsformen wurden auf die uneingestandenen Interessen hin durchleuchtet, die ihnen zugrunde liegen, und auf die Rechtfertigung und Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse gerichtet sind. Mit der Aufdeckung dieser Interessen sollten die herrschenden Ideen als die Ideen der Herrschenden kenntlich gemacht und diskreditiert werden. Zugleich sollte damit der Weg zu einem neuen und kritischen Bewusstsein gefördert werden, das einem universalistischen Anspruch genügt und das Universelle nicht nur für die eigenen partikularen Zwecke funktionalisiert. Und im darauffolgenden Absatz, Zitat: Heute ist der Begriff der Ideologie fast vollständig aus dem wissenschaftlichen Diskurs verschwunden. Philosophie, Soziologie und Psychologie haben ihre eigenen Begriffe ausgebildet. Doch gerade die Vielfalt und Widersprüchlichkeit dessen, was darunter verstanden wird, schreckt viele ab, den Begriff überhaupt noch zu verwenden. Im täglichen Sprachgebrauch hat nur ein polemischer Begriff überlebt, mit dem sich politische Parteien oder philosophische Schulen gegenseitig bezichtigen oder eine falsche Einordnung und Bewertung von Fakten vorwerfen. Zitat Ende, soweit die Herausgeberinnen von Widerspruch. Ich denke, dem zweiten Absatz würden die meisten Anwesenden hier beipflichten. Es gibt diese Loslösung des Begriffs aus der marxistischen Tradition, es gibt diese Verselbstständigung dieses Begriffs. Aber ob die Charakterisierung dessen, was Ideologie oder Ideologiekritik sei, im ersten Absatz auf allgemeine Zustimmung stößt, wäre dagegen zu bezweifeln. Ich denke, es würden, wie in marxistischen Publikationen oder auf marxistischen Kongressen üblich, lange und typischerweise unfruchtbare Debatten darüber geführt, was es nun wirklich mit dem Konzept auf sich habe. Meine These ist, beide Phänomene, sowohl die Verselbstständigung des Begriffs als auch der Umstand, dass die Charakterisierung des Begriffs innerhalb der Linken so uneinheitlich und Gegenstand immer noch komplizierter Selbstvergewisserungen ist, hängen beide miteinander zusammen und rühren aus einem gemeinsamen Umstand her. Meine These ist, man betreibt das Konzept im Sinne hermetischer Metaphysik statt offener empirischer Sozialwissenschaft.
weil man sich zu viel von dem Konzept verspricht und deshalb eigentlich empirische Fragen mit analytischen Antworten behandeln will. Ich möchte hier nun einige, wenn auch vielleicht nicht sonderlich originelle, Argumente aufführen, die dies zumindest andeutungsweise plausibel machen sollen. Ich denke, dass das Konzept der Ideologiekritik signifikant davon profitieren würde, diesen Mangel auszuräumen. Ja, ich denke, dass dies nicht nur geboten, sondern für die Linke ganz allgemein von dringlicher Notwendigkeit ist. Kurz, die Ideologiekritik muss ihre Ansprüche beschränken, um sie überhaupt einlösen und zum Gegenstand ernsthafter linker Politik werden zu können. Ganz im Sinne dieser kurzen Einleitung werde ich im Folgenden zwischen basalen Erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Ideen einerseits und strategischen Ausrichtungen der Linken andererseits pendeln. Man verzeihe mir, wenn dabei manchmal meine eigene Frustration polemisch durchschlägt. So, erstes Problem, das Problem des Essentialismus. Meine erste Teilthese ist, dass das gerade konstatierte Problem aus einer verbreiteten Essentialisierung von Ideologiebegriffen herrührt. So schreibt etwa Terry Eagleton in seiner Monographie zum Thema Ideologie, ich zitiere Eagleton, Zitat, wir beschäftigen uns weniger mit einer Substanz von Ideologie als mit einem Netzwerk sich teilweise entsprechender Familienähnlichkeiten zwischen verschiedenen Bedeutungsstilen. Wir müssen also die verschiedenen essentialistischen Thesen zu Ideologie skeptisch betrachten. Die historizistische These, Ideologie sei die kohärente Weltanschauung eines Klassensubjekts. Die These, Ideologie sei spontaner Ausfluss der ökonomischen Strukturen einer Gesellschaft. Oder die semiotische Doktrin, Ideologie bedeute eine diskursive Schließung. All diese Sichtweisen enthalten zwar ein Körnchen Wahrheit, für sich genommen erweisen sie sich jedoch als voreingenommen und fehlerhaft. Zitat Ende. Es ist erstaunlich, was Eagleton hier unterläuft. Vorgeblich eine Kritik des Essentialismus, die jedoch selbst nur plausibel erscheint, wenn man sie von einem essentialistischen Standpunkt aus vorbringt. Denn die zitierten Thesen, ne, er hatte drei differenziert, sind keine Behauptungen über die Welt, sondern es sind Definitionen. Wer glaubt, dass eine Definition wahr oder falsch sein könne, ist ein Platoniker. Das ist schon mal ziemlich rabiat, oder? Naja. Eagleton lehnt einen Essentialismus ab, der dem Begriff Ideologie eine, numerisch eine Bedeutung zuweisen will, und tut dies, indem er den bisherigen Vorschlägen unterstellt, sie würden die Wahrheit des Begriffs nicht angemessen einfangen. Zentral ist hier die Redeweise vom Körnchen Wahrheit. Mit einer Definition selbst wird hier eben noch keine Wahrheitsfrage gestellt. Diese taucht erst auf, wenn gefragt wird, ob es etwas gibt, das dieser Definition entspricht. Dazu werde ich gleich noch zurückkommen. Naja, diesem Ausschnitt, den ich gerade vorgetragen habe von Eagleton, voraus geht folgende Bemerkung. Ich zitiere wieder Eagleton. Herrschende und manchmal auch oppositionelle Ideologien setzen häufig solche Strategien wie Vereinheitlichung, falsche Gleichsetzungen, Naturalisierungen, Täuschung, Selbsttäuschung, Universalisierung und Rationalisierung ein. Sie tun dies jedoch keineswegs immer und tatsächlich ist es höchst zweifelhaft, ob man Ideologien überhaupt unveränderliche Merkmale zuschreiben kann. Zitat Ende. Hier wird der epistemologische Spieß konfus umgedreht. Wenn wir die Frage danach stellen, was Ideologie ist, dann erfragen wir eine Definition. Eine Definition kann sich zwar prinzipiell wandeln, doch das, was sie aussagt, ist seinem Charakter nach unveränderlich. Es ist allerdings möglich, dass sich das, worauf sich die Definition bezieht, wandelt, sodass es sein kann, dass der Definition nichts oder halt nichts mehr in der realen Welt entspricht. Dadurch wird die Definition aber nicht falsch im platonistischen Sinne, denn keine Definition behauptet zugleich, dass das, was in ihr definiert wird, auch in der realen Welt der Fall ist, wie bei einem eingebauten Existenzquantor in der Logik. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wir haben einen Begriff wie Hobbits, ja, bei Tolkien. Ja, der Begriff Hobbit ist nicht falsch, weil ihm nicht in der realen Welt entspricht. Die Aussage, im Sauerland leben hinter jedem Hügel Hobbits, wäre eine falsche Aussage, ja, weil sie nicht mit der Wirklichkeit korrespondiert. Aber der Begriff selbst ist nicht falsch. Wenn man sich nun scheut, eine Definition des Begriffs Ideologie anzugeben, weil die Eigenschaften der Ideologie als veränderlich angesehen werden sollen, dann beraubt man sich der Möglichkeit, Phänomene in der Welt mit gutem Grund Ideologie betiteln zu können. Wenn man nun wie Eagleton fortfährt und einige Phänomene Ideologie nennt, dann ist dies kein reflektierter Umgang mit Familienähnlichkeit, sondern schlicht ignoranter Obskurantismus. Denn dann kann alles Mögliche als Ideologie bezeichnet werden, ohne dass es intersubjektiv verständliche Grenzen dieser Bezeichnung gäbe, wie sie etwa durch eine stipulative Nominaldefinition eingeführt würden. Dazu komme ich gleich auch. Es geht Eagleton hier also nicht darum, es geht ihm auch nicht darum, sich stattdessen um eine lexikalische Definition zu bemühen, die den realen Sprachgebrauch und unser dadurch geprägtes begriffliches Vorverständnis untersucht, um etwa daraufhin eine Begriffsexplikation zu versuchen, bei der eine lexikalische Definition stipulativ verbessert werden soll, wie das in der Philosophie typisch ist. Denn sonst würde er nicht von der Wahrheit der Begriffsverwendungen sprechen,
und sich zugleich gegen eine lexikalische Definition verwehren, die unveränderliche Eigenschaften beinhaltet. Er setzt hier nämlich schlicht voraus, dass sich die verschiedenen Ideologiebegriffe alle auf das annähernd Gleiche beziehen. Tatsächlich jedoch stellen all diese verschiedenen Ideologiebegriffe auch verschiedene Fragen an die Welt dar. Insofern sie sich teilweise auf gleiche Phänomene beziehen und sich also überlappen, kann dies freilich ohne Probleme herausgestellt werden. Doch insofern sie tatsächlich disparat sein können, muss dies auch anerkannt werden. Dann erkennen wir halt an, dass Ideologie ein de facto äquivoker Begriff ist, ein Homonym. Insofern dann von der Wahrheit der Begriffe die Rede ist, sitzt man einem fatalen Platonismus auf, dabei eben die Wahrheitsbedingungen von Begriffen und Definitionen nicht zu klären vermag, wie wir aus der Tradition meines Erachtens nach hinreichend wissen. Richtig wäre stattdessen, diese verschiedenen Begriffe als verschiedene Begriffe Rechnung zu tragen. In dem gerade skizzierten Sinne ist auch etwa Schnädelbachs einleitende Bemerkung seines klassisch gewordenen Beitrags »Was ist Ideologie? Versuch einer Begriffsklärung« abzulehnen. Er schreibt dort nämlich, Zitat Schnädelbach, »Denn eine Definition soll doch mehr sein als eine bloße Sprachregelung, als das willkürliche Festsetzen einer Wortbedeutung, die nichts zu tun hat mit der Beschaffenheit dessen, was das Wort bezeichnen soll. Wer etwa über den Ideologiebegriff Aufschluss verlangt, ist nicht daran interessiert zu erfahren, was sich der Befragte unter Ideologie vorstellt oder was er willkürlich als Bedeutung dieses Begriffs behauptet, sondern was Ideologie ist. Nominaldefinitionen sind bloße Festsetzungen, die durch sie eingeführten Begriffe sind leere Namen, denen nichts über die Beschaffenheit dessen zu entnehmen ist, was sie benennen. Zitat Schnädelbach Ende. Indem er im weiteren Verlauf explizit eine sprachpragmatische Herangehensweise zur Klärung des Ideologiebegriffs durch die Analyse des faktischen Sprachgebrauchs ablehnt und zudem Nominaldefinitionen als leer ansieht, beraubt er sich, ähnlich wie Eagleton, den einzigen Möglichkeiten, einen Begriff ohne den magischen Schein einer platonischen Wesenseinsicht zu klären. Tatsächlich benötigen wir stattdessen immer schon einen Begriff, um nach irgendwelchen Sachverhalten fragen zu können. Alles andere entspricht einer Steinzeit-Epistemologie, in dem der menschliche Geist nur als passive, sprichwörtliche Wachsplatte für Eindrücke herhält, wie in so Steinzeit-Empirismus-Konzepten. Denn bei jeder möglichen Nominaldefinition kann ich fragen, ob dem Definierten nun etwas in der Welt entspricht. Es kann dann höchstens sein, dass dem Begriffen nichts in der Welt entspricht, die Klasse der durch sie bezeichneten potenziellen Elemente de facto leer ist. Was aber einerseits empirisch festgestellt werden muss und höchstens die Unbrauchbarkeit eines Begriffes erweist. Vor allem ist gegen Schnädelbach und Eagleton einzuwenden, dass erst durch die kreative Begriffsbildung Phänomene in der Welt überhaupt erst erkennbar werden. Die Definition der Begriff kommt sowohl logisch als auch epistemologisch vor der Erfahrung, ohne dass der Begriff die Richtigkeit von in ihm angelegten Aussagen erweisen könnte, die nur die Konfrontation mit der Wirklichkeit der Erfahrung ermöglicht. Wir sollten uns also weniger an Definitionen und auch Begriffen orientieren und diese fetischisieren, sondern auf die Aussagen konzentrieren, die uns mittels der Begriffe und Definitionen zur Verfügung stehen. Der Essentialismus des Begriffs zeigt sich nun auch in der Behandlung konkurrierender Welterklärungen. So schreibt etwa Schnädelbach in dem gerade zitierten Aufsatz, ich zitiere wieder Schnädelbach, statisch-anthropologische Faktoren werden von Marx mit dem Satz ausgeschlossen muss man hier wirklich betonen, dass das menschliche Wesen in seiner Wirklichkeit das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse sei. Die Existenz überindividueller Faktoren, die individuelle Beschaffenheit der Menschen wesentlich bestimmen, ist damit nicht geleugnet. Sie werden nur als geschichtliche, durch menschliche Praxis vermittelte Faktoren erkannt. Zitat Ende. Wenn sich mögliche überindividuelle Faktoren nur durch menschliche Praxis zeigen und menschliche Praxis niemals ohne historisch-gesellschaftlichen Rahmen auftritt, dann ist es zwar richtig, dass Wesenseinsichten stets durch die historisch-gesellschaftlichen Verhältnisse präformiert sind, aber die Behauptung, der Mensch sei nur das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, wäre damit dennoch unhaltbar. Diese Behauptung ließe sich nur als polemische Überspitzung verstehen, die eigentlich nur den trivialen Tatbestand zu reflektieren anmahnen will, dass wir nie mit dem Menschen an sich konfrontiert sind, sondern stets mit wirklichen Menschen in historisch-gesellschaftlichen Umständen. Dies mag zwar etwa psychologische Forschung erschweren, aber sie verunmöglicht keinesfalls das Aufstellen und valide Prüfen von Aussagen, die sich auf den Menschen unabhängig von seinen konkreten historisch-sozialen Erscheinungsformen beziehen, falls über letztere hinweg signifikante Korrelationen gefunden werden sollten. Die Behauptung, der Mensch sei nur das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, beim Worte zu nehmen und damit konkurrierende Behauptungen auszuschließen, wie Schnädelbach schreibt,
hat indessen überhaupt keinen Erkenntniswert, sondern kann nur als Glaubensbekenntnis verstanden werden. Ich halte als Zwischenergebnis fest, es kann durchaus prinzipiell mehrere verschiedene Ideologiebegriffe geben und damit auch inhaltlich verschiedene Ideologietheorien und Ideologiekritiken, die je eigene Fragen an die Welt stellen. Ihre Wahrheit lässt sich nur dadurch bestimmen, ob ihre Aussagen auch tatsächlich zutreffen. Dieses Zutreffen kann aber nicht schon einen Begriff erweisen, sondern erst die tatsächliche empirische Prüfung der damit verbundenen Aussagen. Zudem ist es im Rahmen erklärender Theorien verfänglich, die Ursachen für Phänomene, die als Ideologie charakterisiert werden sollen, bereits diesen Phänomenen selbst anzulasten. Außer man sucht nur nach solchen Phänomenen, denen eine entsprechende Genese zugrunde liegt. In diesem Fall muss ihre Genese jedoch ebenfalls empirisch nachgewiesen werden, um ein Phänomen als ein solches Phänomen behandeln zu können, nachdem gefragt wird. Damit komme ich zu meinem zweiten Problem, nämlich dem Problem der deterministischen Manifestationstheorie. Mit einem winzigen Schluck Wasser. Also mein zweites Problem stellen deterministische Manifestationstheorien dar, die auf dem bekannten Basisüberbaumodell aufbauende Form der ökonomistischen Ideologiekritik Marxens kann als eine solche Theorie betrachtet werden. So schreibt etwa Lenk, Zitat, die marxische Ideologiekritik besteht nun darin, die fetischisierten ökonomischen Formen und die scheinbar autonomen Ideen auf ihren spezifisch menschlichen, das heißt gesellschaftlichen Ursprung hin zu analysieren. Zitat Ende. Der Begriff der deterministischen Manifestationstheorie stammt von Peter Thepe aus seiner Monographie Ideologie 2011 erschienen im De Gruyter Verlag. Thepe schreibt dort, unterschieden, also zur Charakterisierung von solchen Theorien, unterschieden wird zwischen einer primären und einer sekundären Sphäre, zwischen einem Unterbau und einem Überbau. Die primäre manifestiert sich in der sekundären Sphäre, und zwar so, dass die sekundäre Sphäre ein der primären Sphäre untergeordnetes und ihr dienendes Element darstellt. Die Manifestationstheorien beruhen auf der Annahme, dass der Mensch ein durch die jeweils primär angesetzte Sphäre determiniertes Wesen ist. Zitat Ende. Beispiele außerhalb des marxistischen Paradigmas könnte man etwa bei Nietzsche oder auch bei Pareto erkennen, wo die entsprechende primäre Sphäre dann etwa bei Nietzsche der Wille zur Macht wäre, der all unsere geistigen Produkte determiniert. So als Gewähr für eine solche deterministische Manifestationstheorie bei Marx können etwa folgende Zeilen aus der deutschen Ideologie gelten. Ich habe einfach mal vier rausgesucht, es gibt auch mehr schöne. Das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess. Es wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozess auch die Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt. Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewusstseinsformen behalten hiermit nicht länger den Schein der Selbstständigkeit und freilich nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Als eine historische Voraussetzung dieser Theorie kann man etwa Helvetius ansehen, der in De l'Esprit schreibt, unsere Ideen sind die notwendigen Konsequenzen der Gesellschaften, in denen wir leben. So, meine Kritik an deterministischen Manifestationstheorien hat eine folgende Richtung. Sie wiederholen nur den essentialistischen Fehler und sie geben analytische Urteile als synthetische Urteile aus. Indessen weisen deterministische Manifestationstheorien in ihrer starken Form noch eine besondere Unannehmbarkeit auf. Diese sitzen nämlich einem Selbstwiderspruch auf, wenn Ideen nur als nachgelagerte, abhängige Entitäten von primären Instanzen, wie etwa wirtschaftlichen Zusammenhängen, gedeutet werden. Die Analyse der Wirtschaft und die deterministische Manifestationstheorie müssen dann selbst wiederum nur ein Residuum der Wirtschaft sein. Die Argumente des Ideologiekritikers sind dann nur durch diese Basis determiniert, die Zustimmung des Plenums ist nur durch diese Basis determiniert, etc. Eine kritische Ideologietheorie müsste allerdings zumindest partiell ideologiefreie Erkenntnis ermöglichen, um nicht selbst widersprüchlich zu werden. Die Kritik ist, glaube ich, in etwas anderer Form aus der Literatur reichhaltig bekannt. Verabsolutiert man also eine deterministische Manifestationstheorie, etwa in Gestalt eines umfassenden Ökonomismus, so resultiert daraus ein Relativismus, der auch die Theorie selbst im Sinne einer argumentierenden Theorie, die auf die Einsicht des Rezipienten abzielt, performativ den Boden unter den Füßen entzieht. Diese Kritik ist auch weiterhin bekannt. Ebenso, dass ein derartig umfassender Ökonomismus, der einem Epiphänomenalismus des Geistigen gleicht, dann unplausibel wird, also Epiphänomenalismus, weil das Geistige halt nur ein Epiphänomen einer eigentlich primären Instanz, der schon keine Eigengesetzlichkeiten hat. Oder auch nicht selbst irgendwie kausal wirksam sein kann.
Also ein solcher Ökonomismus wird auch dann unplausibel, wenn Ideologien zudem die Funktion zugesprochen wird, etwa der herrschenden Klasse zu nützen. Denn letzteres impliziert hier eine kausale Richtung oder ein ähnliches reales Verhältnis innerhalb des Geistigen und schließlich auch mittelbar dadurch auf die materielle Basis. Man könnte noch die theoretische Möglichkeit hinzufügen, ob der Überbau nur Überbau für den Unterbau ist oder ob er nur hauptsächlich, aber nicht vollständig der Überbau für den Unterbau ist. Im letzteren Fall gäbe es durchaus eigenständige geistige Gebilde. Es müsste dann aber eine Grenze gerechtfertigt und klar definiert werden, was denn nun abhängige geistige Gebilde und welches unabhängige geistige Gebilde sind. Naja, deterministische Manifestationstheorien kranken also kurz gesagt an einem Modellplatonismus. Die Theorie ist dann unplausibel, wenn sie von vornherein nur ganz bestimmte Arten von Faktoren für die ideologische Einflussnahme auf die Überzeugungsbildung in Betracht zieht, andere Arten von Faktoren außen vor lässt und sich auch nicht um die empirische Prüfung bemüht, ob die von ihr in Beschlag genommenen Arten von Faktoren wirklich die postulierten Effekte zeitigen. Nehmen wir einen Anwendungsfall. Essentialisierungen des Status quo werden etwa in der marxistischen Ideologietheorie auf die konkreten sozioökonomischen Umstände zurückgeführt. Meines Wissens nach wurde jedoch nie in Angriff genommen, zu überprüfen, ob diese Analyse zutreffend ist. Freilich beobachten wir ständig und aller Orten, dass Menschen den historisch kontingenten Status quo essentialisieren, aber die Identifikation dieses Phänomens ist nicht identisch mit der Prüfung der Richtigkeit der Analyse. Es könnte ja sein, dass die Menschen in feudalen Verhältnissen oder unter den Bedingungen antiker Sklavenhaltergesellschaften zu den gleichen essentialistischen, ahistorischen Denken neigten. Und es könnte sogar sein, dass die Tendenz zur Essentialisierung ein allgemeiner Aspekt der Conditio Humana ist, wofür kognitions- und evolutionspsychologisch gute Gründe zu sprechen scheinen. Diese Möglichkeit und die durch ihre Denkbarkeit in Frage kommenden Prüfungsoptionen für die marxische Theorie durch die Replik beiseite zu wischen, der Mensch habe halt kein Wesen, und somit würden die genannten kognitions- und evolutionspsychologischen Alternativen nicht in Betracht kommen, wäre nun genau jene Art unempirischer, hermetischer Geisteswissenschaft, die der marxischen Tradition seit jeher zum Verhängnis geworden ist. Denn nun könnte man freilich anführen, dass psychologische Forschung stets nur herausfinden kann, wie der Mensch sich unter bestimmten gegebenen Bedingungen zeigt und daraus zu Recht den kritischen Schluss ziehen, dass der Mensch sich unter anderen Bedingungen auch ganz anders zeigen könnte. Naja, doch solange es keinen guten Grund dafür gibt, zu denken, dass er sich unter bestimmten anderen Bedingungen tatsächlich anders zeigt, solange das nicht gezeigt werden kann, ist es wohlfeil und trägt nicht zu unserer Erkenntnis bei, bestehende valide Erkenntnisse über die Conditio Humana, More Geometrico, als definitiv nur unter bestimmten bestehenden Bedingungen gültig zu erklären. Ich sehe hier übrigens eine Analogie zu einem wichtigen Umstand der Logik- und Argumentationstheorie. In meinen Seminaren erkläre ich meinen Studenten stets, dass die Falschheit einer Aussage noch nicht definitiv bewiesen ist, nur weil alle Argumente für die Richtigkeit dieser Aussage sich als nicht triftig herausgestellt haben. Nur weil etwa alle Gottesbeweise bisher fehlgeschlagen sind, lässt dies nicht den definitiven Schluss darauf zu, dass Gott tatsächlich nicht existiert. Aber es gibt eben keinen guten Grund dafür zu glauben, dass es ihn gibt. So ähnlich wäre auch unsere Sachlage. Solange es keine guten Gründe dafür gibt, zu vermuten, dass der Mensch sich unter konkreten anderen Bedingungen tatsächlich anders zeigen würde, ergibt es durchaus Sinn, davon auszugehen, also vorläufig hypothetisch davon auszugehen, dass gewisse Eigenschaften zu Conditio Humana gehören und eben nicht nur unter bestimmten historisch kontingenten Bedingungen auftreten. Dieser Gedankengang ist essentiell für die Vorstellung von einer postkapitalistischen, kommunistisch-utopischen Gesellschaft. Denn die These, der Mensch habe kein Wesen an sich, wird häufig dafür in Beschlag genommen, justamente Probleme der Ideologie als in einer kommunistischen Gesellschaft notwendig für gelöst zu erklären. Die deterministische Manifestationstheorie, der Mensch sei allein das Ensemble seiner gesellschaftlichen Bedingungen, ist unplausibel, weil empirisch nicht valide, solange wir bestimmte Konstanten menschlichen Denkens und Handelns unter verschiedenen historisch-sozioökonomischen Bedingungen ausmachen können. Ergo müsste auch in einer kommunistischen Gesellschaft noch mit möglichen Eigenschaften der Conditio Humana und damit mit bestimmten Ideologiephänomenen gerechnet werden. Die deterministische Manifestationstheorie macht also ebenfalls den Fehler, empirische Fragen durch begriffliche und metaphysische Voraussetzungen als geklärt anzusehen, wodurch nicht nur ihr Erkenntniswert schwindet, sondern woraus auch praktisch politische Probleme der Linken erwachsen. Freilich, die ökonomischen Bedingungen sind ein allgemeiner Conditio sine qua non Sachverhalt,
für geistige Produkte. Letztere, also geistige Produkte, können eben nicht sein, ohne dass bestimmte ökonomische Bedingungen walten, weil sonst die Bedingung der Möglichkeit von Denken mit den notwendigen praktischen Voraussetzungen menschlicher Existenz über Bord geht. Wenn ich nichts zu essen bekomme, kann ich auch nicht denken. Extremst primitiv. Allein eine logische Bedingung ergibt eben noch kein Kausalverhältnis, wie wir aus der Bedeutung des Konditional-Junktors der klassischen Aussagenlogik wissen. Die Verwechslung logischer Bedingungsverhältnisse mit kausalen Verhältnissen führt ja gerade zu den hinreichend bekannten Paradoxien der materialen Implikation. Dass y nicht ohne ein x sein kann, bedeutet eben nicht, dass y durch x hervorgebracht würde. Dies gilt für die allgemeine logische Bedingung. Im Speziellen zeigt sich außerdem, dass eine logische Bedingung nicht dafür in Beschlag genommen werden kann, das von ihr Bedingte inhaltlich festzulegen. Wenn y formal nicht ohne bestimmte x sein kann, heißt das nicht, dass dieses bestimmte x festlegt, was auf y inhaltlich zutrifft. Zudem, wenn wir die ökonomischen Bedingungen als logisch notwendig für die Hervorbringung geistiger Produkte ansehen, was empirisch als hinreichend valide angesehen werden kann, dann lässt dies noch nicht den Schluss darauf zu, dass diese ökonomischen Bedingungen auch hinreichend für die Hervorbringung geistiger Produkte wären. Nur dann, wenn die ökonomischen Bedingungen sowohl notwendig als auch hinreichend für die Hervorbringung geistiger Produkte wären, wären letztere definitiv von ersteren abhängig. Dann läge aber eine verabsolutierte ökonomistische deterministische Manifestationstheorie vor, die sich, wie wir vorhin gesehen haben, selbst widerspricht. Dieser Weg steht uns also nicht zur Verfügung. Falls die ökonomischen Bedingungen aber nur notwendige, nicht aber auch hinreichende Bedingungen für die Hervorbringung geistiger Produkte sind, dann gibt es eben noch weitere notwendige Bedingungen, die also eben zwangsläufig nicht ökonomischer Art sind. Damit dürfte der Ökonomismus als allein schon logisch widerlegt gelten. Von einem notwendigen Hervorgehen bestimmter Vorstellungen und Theorien aus bestimmten Produktionsverhältnissen kann dann keine Rede mehr sein. Stattdessen müssen wir die prinzipielle Offenheit der Klasse der Bedingungen der Möglichkeit der Hervorbringung geistiger Produkte anerkennen. Und mein Vorschlag wäre, diese Offenheit eben auch auf Kausalanalysen der Hervorbringung geistiger Produkte zu erweitern. Es lässt sich eben nicht modellplatonistisch ausmachen, welche Ursachen für welche geistigen Produkte oder für geistige Produkte überhaupt wirksam wären. Prinzipiell können ganz verschiedenartige Ursachen wirksam sein. Letztlich können wir Thesen über solche Kausalverhältnisse eben nur empirisch rechtfertigen, da sie rein philosophisch nicht entscheidbar sind. Auf die Konsequenzen dieser Einsichten, auf den historischen Materialismus als solchen kann ich hier nicht weiter eingehen, aber es scheint augenfällig, dass bei Akzeptanz meiner Kritik hier der Kommunismus nicht mehr als zwangsläufige, sondern nur noch als eine mögliche, und zwar eher durch Anstrengung engagierter Akteure statt durch historische Gesetze zustande kommende Folge kapitalistischer Produktionsverhältnisse ist. Kommt zu der Skizze, also ich schließe hier deterministische Manifestationstheorien ab, habe jetzt noch meine beiden kurzen Skizzen zu Problemen, die ich nicht weiter ausführen konnte, die ich aber dennoch für wichtig in den Diskurs zu heben erachte, und zwar erstens die Konfundierung von Analyse und strategischer Aufklärungstechnologie. Dies ist ein allgemeines Problem der Tradition der Ideologiekritik, die auch gegen ihre aufklärerischen Frühformen gewendet werden kann und nicht spezifisch gegen die marxistische Tradition schießt. Es ist nämlich nicht von vornherein ausgemacht, dass Ideologien nur dadurch bekämpft werden können, indem ihnen ihre Ursache entzogen wird. Freilich, in Analogie zur Psychoanalyse etwa, erscheint es plausibel, dass eine Symptombekämpfung ohne Ursachenbekämpfung nicht sonderlich zielführend erscheint, da sich die Ursache dann möglicherweise in anderer Gestalt dennoch geltend machen würde. Allein, es ist wieder eine empirische Frage, ob es sich so verhält. Dennoch geht die marxistische Tradition von vornherein davon aus, dass Ideologien nur dann absterben, wenn ihre Ursachen behoben werden. Und wenn man sich den politischen Rahmen der Ideologiekritik vor Augen führt, ist dies natürlich auch sehr naheliegend, ne, im Gesamtraster des marxistischen Paradigmas. Aber es könnte sich auch so verhalten, dass trotz Persistenz der Ursachen ihre Symptome auf anderen Feldern erfolgreich bekämpft werden könnten. So hatte etwa Francis Bacon das aufklärerische Vertrauen darin, dass die Kenntnis der Wirkungsweise der sogenannten Idolatribus, also der falschen Vorstellungen, die sich aus der menschlichen Natur ergeben würden, auch deren Effekte zu kontrollieren helfe. Würde man diese Möglichkeit in Betracht ziehen, würde die Kritik sicherlich lauten, hinter Marx auf Feuerbach zurückzufallen. Doch wie gesagt, es ist eine empirische Frage, ob klassische Aufklärung oder andere Formen der Symptombekämpfung nicht ebenfalls effektiv zur Auflösung von Ideologien beitragen können, so wie eine Impfung auch dann gegen Krankheitserreger schützt, wenn letztere weiterhin wirksam sind.
Polemisch könnte man hier eine Nähe zu dem Gedanken vorsokratischer spekulativer Naturphilosophie erkennen, in dem ebenfalls das apodiktische Prinzip galt, dass etwas nur durch etwas ihm Gleichartiges verändert werden könnte. Naja, man mag es hier als eine historische Spitze betrachten, dass Marxens Kritik am Monokausalismus der Junghegelianer die gesellschaftliche Verhältnisse alleinig auf die Wirksamkeit geistiger Produkte zurückführten, woraus ihre in Marxens Augen falsche Aufklärungstechnologie resultierte, selbst wieder in einen Monokausalismus und eine entsprechende einseitige Aufklärungstechnologie mündet, wenn auch nun materialistisch gewendet. Auch Marxens Monokausalismus ist in seiner analytisch-apodiktischen Form abzulehnen und führt mithin zu einer Selbstkastration emanzipatorischer Aufklärungs- und Transformationstheorie. Zweite Problemskizze, Konzentration auf Genese oder Adaption von Ideologien anstatt auf ihre Post-Hoc-Kontrolle. Klassisch beurteilen wir Überzeugungen nur dann als glaubhaft und vernünftig, wenn sie durch vernünftige Überlegungen und an dem Ideal vernünftiger Überlegungen orientiert zustande gekommen sind. Nun ist allerdings die Beweislast erdrückend, dass der allzu überwiegende Teil unserer Überzeugungen nicht an derartige Weise zustande kommt. Je mehr wir über Psychologie, Soziologie und soziale Erkenntnistheorie wissen, desto unmündiger erscheinen wir alle bei der Generierung und Übernahme neuer Überzeugungen. Die Qualität solcher neuer oder neu adaptierter Überzeugungen hängt kaum von uns je selbst ab, sondern in erster Linie von den sozioepistemischen Umständen, in denen wir leben. Ich denke übrigens, dass Marx diese Entwicklung maßgeblich mit angestoßen hat und ich die auch für eine sehr fruchtbare Forschungsrichtung erachte. Allein eine Einschränkung ist von zentraler Wichtigkeit. Auch wenn wir die Genese und Adaption unserer Überzeugungen kaum kontrollieren können, so doch in größerem Ausmaß die Art, wie wir post hoc mit ihnen verfahren, also nachdem wir sie gebildet oder adaptiert haben. Wir können uns selbst auf unsere Überzeugungen und deren Vernünftigkeit hin befragen. Wir können uns gegebenenfalls bestenfalls mit anderen selbst kritisieren, uns von unseren Überzeugungen lösen oder sie schärfen und veredeln. Die Tradition der marxistischen Ideologiekritik hat stets zu viel Gewicht auf das Zustandekommen defizienter Überzeugungen gelegt und gegebenenfalls auf deren Adaption, ohne dafür irgendwann mal eine ernsthafte Theorie ausgearbeitet zu haben. Doch die intellektuelle Arbeit mit unseren Überzeugungen, die wir tagtäglich überaus fruchtbar oder weniger fruchtbar beobachten können, hat meines Wissens nach keinerlei theoretischen Einschlag im marxistischen Paradigma gefunden, obwohl dies für Intellektuelle performativ ziemlich nahe liegen sollte. Vorletztes Kapitelchen, Revision zur Revidierbarkeit. Man merkt, diese beiden Problemskizzen hängen freilich miteinander zusammen. Es geht um die Frage nach den Möglichkeiten von erfolgreicher Aufklärungstechnologie. Naja, die Konsequenzen aus den vorangegangenen Überlegungen wären vor allem zweierlei. Erstens, eine Öffnung des Begriffsfelds Ideologie für verschiedene Forschungsprogramme durch Verzicht auf den Essentialismus. Ansprüche an das Konzept Ideologiekritik sind also abzuschwächen. Zweitens, die Ursachen für Ideologien dürfen nicht bereits selbst im Begriff der Ideologie angelegt sein. Stattdessen dürfen sie nur einen hypothetisch erklärenden Status besitzen. Das Resultat wäre offene empirische Sozialwissenschaft statt hermetische Metaphysik. Denn, wie schon John Elster etwa vorgeschlagen hat, können sich marxistische Theorie und empirische Forschung, vor allem etwa im Rahmen der Disziplinen der Psychologie und Soziologie, gegenseitig befruchten. Indem Marxisten die reichhaltigen Kenntnisse dieser Disziplinen zum Anlass nehmen, einige marxische Ansätze neu zu pointieren und diese in prinzipiell testbarer und ausbaufähiger Form an diese empirischen Einzelwissenschaften zu übergeben, die definitiv ein Bedürfnis, und das sollten wir affirmieren, ein Bedürfnis nach kreativen gesellschaftskritischen Theorien haben. Von Revisionsbedürftigkeit möchte ich in dreierlei Hinsicht sprechen. Die marxische Ideologiekritik muss revidiert werden, um für folgende zwei Arten von Revisionen grundsätzlich offen sein zu können. Erstens für Revision ihrer Theorie, also auf der Theorieebene bis hin zur Zurückweisung dieser Theorie, auch auf die Gefahr hin, dass sie halt zurückgewiesen wird. Und für die Revision einzelner aus dieser Theorie abgeleiteter Urteile, wie etwa X ist ein ideologisches Verhältnis oder X ist ideologisch oder diese konkrete Überzeugung X wurde ideologisch zustande gebracht etc. Nur wenn einzelne Urteile aus intersubjektiv nachvollziehbaren Gründen zurückgewiesen werden können, lässt sich auch sagen, dass diese Urteile vernünftigerweise akzeptiert werden können und vice versa für die Theorieebene. Ansonsten nimmt man der Theorie bzw. den verschiedenen Theorien die Chance, gerechtfertigt und anschlussfähig sein zu können, um den Preis der trügerischen Sicherheit der Theorie, die man sich durch eine hermetische, essentialistische Behandlung des Ideologieproblems erkauft. Die Alternative wäre eben eine solche schlechte geisteswissenschaftliche Hermetik platonistischer Prägung, die apodiktische Setzung, was in der Welt der Fall ist. Dabei werden analytische Urteile, wie ich schon erwähnt habe, unter der Hand als synthetische Urteile ausgegeben.
Dies findet sich bereits häufig auf der Ebene studentischer marxistischer Gruppen. Insofern fand ich das ganz witzig, was Alex Demirovic vorhin gesagt hat. Dort wird nämlich häufig, etwa wie in der orthodoxen Bibelhermeneutik, nur die Frage gestellt, was Marx gesagt haben mag und nicht, ob das auch richtig ist, was Marx gesagt hat. Hier wird der marxistischen Tradition zum Verhängnis, dass sie sich zu wenig um Epistemologie und Wissenschaftstheorie zur Kritik der eigenen Tradition bemüht hat und sich zu aversiv zu den akademischen Entwicklungen in diesen Disziplinen verhielt, wohl auch aufgrund des populären und sich selbst methodologisch wie praktisch politisch behindernden Positivismusvorwurfs. Letzte Zeilen, Notwendigkeit der Revision. Es gibt eine weit verbreitete Krankheit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Aufstellung einer Behauptung und ihre möglicherweise intuitive Plausibilität, weil sie etwas zu erklären imstande ist, wird als Gewähr für ihre Richtigkeit genommen. Doch ein und derselbe Sachverhalt kann auf ganz disparate Weise für sich jeweils erfolgreich erklärt werden, obwohl nur eine dieser Erklärungen wahr sein kann. Und diese Wahrheit ermitteln wir nicht, indem wir zeigen, dass wir erfolgreich erklären können, sondern indem wir unsere erklärenden Theorien tatsächlich der Wirklichkeit aussetzen. Wenn die Geistes- und Sozialwissenschaften wirklich ein Gewähr für die Richtigkeit ihrer erklärenden Theorien haben will, wenn die Geistes- und Sozialwissenschaftlerin wirklich ein Gewähr für die Richtigkeit ihrer erklärenden Theorie haben will, muss sie diese möglicherweise aus ihren Händen geben, um sie empirischen Prüfungen zu unterziehen. Möglicherweise obliegt die häufig zu beobachtende Selbstkastration politischer Handlungsmacht der Linken zum Gutteil fundamentalen Fehlern auf dieser Theorieebene, die sich darstellen durch ein überanspruchsvolles Konzept von Apodiktizität als Sicherheit, durch eine Ideologiekritik, die paradoxerweise häufig die eigene Erkenntnis und dadurch auch Handlungsfähigkeit desavouiert, durch einen sich daraus ergebenden Verzicht auf das Auspinseln einer besseren Welt, da sich hier eben keine apodiktische Sicherheit herstellen lässt, sowie ein aus dieser Ohnmacht resultierendes Prinzip Hoffnung in die Eigenentwicklung der Geschichte etc. Einige dieser Phänomene konnten wir meines Erachtens nach auf diesem Kongress hier ebenfalls schon sehr schön beobachten. Weshalb sollte die Ideologiekritik nun also modifiziert werden, sodass ihre Theorien und ihre einzelnen Urteile empirisch revisionierbar sind? Nun ja, nicht weil es an sich gut wäre, wenn diese in marxischer Prägung wieder vermehrt in wissenschaftliche und öffentliche Diskurse einging, sondern aus drei Gründen. Und damit ende ich, damit diesen drei Gründen. Erstens, weil wir bestenfalls zutreffende Theorien haben wollen. Und bei empirischen Theorien und Ideologietheorien sind erklärende empirische Theorien, lässt sich nur rechtfertigen, dass sie vermutlich zutreffen, wenn sie mit der Wirklichkeit konfrontiert werden können und tatsächlich mit ihr konfrontiert werden. Zweitens, weil die Linke die Welt verbessern, also verändern will. Für eine solche Technologie, wie das also geschehen soll, wie es möglich ist, Dinge zu verändern, etwa im Rahmen also einer solchen Transformationstheorie, benötigen sie ebenfalls bestenfalls zutreffende Theorien, um erfolgreich zu sein. Ja, ich kann nicht einfach hoffen, dass ich gleich nach Hause komme, sondern die Technologie, die dem Kraftfahrzeug steht, muss halt wahr sein. Oder so wahr wie möglich, damit das Ding fährt. Ähnlich bei Transformationstheorien. Und letztens, weil für eine erfolgreiche Verbesserung der Welt die Mobilisierung von Gruppen nötig ist. Das heißt auch nicht, dass die Gesamtgesellschaft überzeugt werden müsse, aber signifikante Teile der Gesellschaft meines Erachtens nach im Rahmen einer Transformationstheorie schon. Und in einem ersten Schritt vor allem solche Gruppen und Akteure, die notwendig sind, die eigene Theorie und Technologie zu überprüfen und zu verbessern, also Wissenschaftler und Intellektuelle, und solche Gruppen, die zur Verbreitung dieser Theorien und Technologien nötig sind, also etwa Journalisten. Für eine solche Mobilisierung, ja, Avantgarde-Konzept und so, ich weiß. Für eine solche Mobilisierung muss die Linke ihre Theorien und Technologien so formulieren, dass sie verständlich und anschlussfähig sind. Das heißt aber eben auch, dass sie dafür Sorge tragen muss, dass diese Theorien und Technologien intersubjektiv empirisch überprüfbar sind. Dankeschön, ich erwarte den Shitstorm.